Nach ein paar Tagen Unterbrechung der Replays ist es nun wieder soweit und daher herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom Daminer auf seinem Tier 10, beziehungsweise, oh, fast ein Fehler, auf seinem T10 Tier 9 Karte Karelien. So, das lasse ich drin, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Er ist Top-Tier, 9er, 8er, 7er Gefecht und der Modus ist Angriff. Ja, schauen wir mal, was er jetzt hier so reißen kann. Er startet hier im Norden, entschließt sich daher auch hier Richtung B0, A0 zu fahren. Die Artis alleine fahren jetzt alle auf den Hügel, wollen von da aus dann wirken. Und die anderen hier unten. Natürlich hier jetzt die Gefahr, gerade jetzt bei diesem neuen Hügel, dass die Artis hier ganz schnell gerusht werden können. Ich erkläre es diesmal ein bisschen ausführlicher, weil hier am Anfang passiert gar nichts. Dass die Artis hier ganz schnell gerusht werden können, weil da gibt es ja auf Gegnerseite einen T-37, einen LTTB. Die sind natürlich sehr flink, auch ein Komet kann das sehr gut. Und da einfach mal schnell hoch, die Artis wegholen, dann wäre das Spiel für die ganz einfach erledigt. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Jetzt haben sie auch gleich einen TVP, der hilft da hier ein bisschen. Ist auch sinnvoll, hier erstmal ein bisschen zu covern und zu gucken, wo was kommt. Der T-37, der schon angesprochene, der ist hier oben, also der macht jetzt mal nichts Schlimmes für die Artis. Und nun geht da meiner ans Werk. Und das war nix, aber auch der Foch hat daneben geschossen. So, wieder neues Granitchen im Rohr, aber damit kettet er lediglich und macht keinen Schaden. Jetzt muss er aufpassen, so wie er da steht, kann der Super Pershing ihn gut treffen. So, jetzt hat er aber die Zeit gehabt, den Foch zu treffen. Jetzt kommt der Super Pershing vor, versucht sich da am Schaden, klappt aber nicht. Jetzt hat er wieder nachgeladen. Ja, jetzt hat er ein Mühe zu lange gewartet, weil jetzt hätte er eigentlich den Super Pershing gut oben drauf schießen können. Hat aber nicht geklappt, weil er einfach, ja, ein Millisekündchen zu lang gewartet hat. Jetzt kommt er wieder auf Foch, seitlich, schieß doch! Er muss schneller schießen. Ja, hier hat er ein bisschen Damage mittlerweile einfach verschenkt. Da hätte er schneller schießen können, wollte unbedingt diese Seite haben, aber da hätte er vom Winkel her schon draufhalten können. Der dürfte, hätte durchgehen müssen, der war nicht so knapp. Und auch hier beim Super Pershing ist er zu zögerlich. Da, man sieht, jetzt prallt er ab. Also das macht er nicht gut, muss man ganz klar sagen. Das hätte er besser machen können hier an dieser Stelle. Aber man muss ja auch ab und an das Spiel als Spiel sehen. Und daher ist es nicht immer so easy, alles einfach schnell umzusetzen. Und manchmal ist man auch einfach nervös. Das darf ja auch mal sein. So, jetzt hat er hier den Foch zerstört. Er hatte Glück, dass der Foch da ihm keinen Schaden gemacht hat. Also die Abpraller, ja, bisschen Dusel dabei. So, jetzt fahren sie auf den Super Pershing rum. Jagdtiger ballert ihm da eine rein und er drückt jetzt aber auf den Super Pershing drauf und rammt ihn auch noch. So, Super Pershing ist hinüber. 6:8 steht es hier für den Gegner. Seine ganzen Artis sind ja mittlerweile auch schon zerstört. Also, das eingetroffen, was ich gesagt habe. LTTB ist da unten auch zuletzt gesehen worden. Also, ja, da ist einfach nicht so leicht hier auf der Karte. Und ich würde eigentlich wahrscheinlich auch mit einem Arti nicht unbedingt mich da auf den Hügel stellen. Aber am Ende ist es immer irgendwie falsch und nie so ganz, wie man es braucht. Der kämpfende Jagdtiger, von dem der Foch vorher gesprochen hat, der steht hier hinten. Da fährt er jetzt auch drauf, neben dem T-54 natürlich. So, jetzt dreht er hier Richtung Leo und er hat hier dann die Zeit und kann hier von hinten schön reinsetzen. Gar kein Problem. So, hier wurde jetzt gekettet vom TVP, aber alles gut.
Da hinten der 25-2. Den holt er sich jetzt wohl als nächsten. So schaut es zumindest aus. Auch hier wieder den Abpraller. Und die Arti. Ja, die sollte One-Shot. Ja, passt perfekt. Sehr gut. So, und er ist Top-Tier, aber der schaut nicht mal. Da kann er natürlich einen draufsetzen und da wird er recht easy weggeholt. So, da sind die restlichen Artis. Crusader verschießt und daher kann er auch da jetzt entspannt drauffahren. Muss keine Sorgen mehr haben, dass der ihn hier nochmal was Böses tut. Auto-Aim ist drin. Und ja, der besorgt er so, wie er es braucht. Recht easy. Damit hat er alle drei Artis geholt. Schön, so soll es doch sein. E75, das ist natürlich noch so ein Gegner, der ein bisschen unangenehmer ist. Aber hier hat er Zeit zum Einnehmen, aber leider ist die Kanone da eine Diva und schießt leider ein bisschen drüber. So, und jetzt der E75. Aber jetzt will er erstmal den TVP haben. Da hat er mit Auto-Aim viel Zeit gehabt und das war auch gut so. Und es war auch sehr gut, den nicht zu rammen. Weil der hätte ihn deutlich mehr gekostet als umgekehrt. Und das war jetzt schön geaimt oben, Kommandantenkuppel. So macht man das richtig. Und hier auch jetzt eben dran zu bleiben am E75, dass er eben hier gar nicht so viel Chancen gibt, da zu treffen, beziehungsweise es ihm auf jeden Fall deutlich zu erschweren. Scheinbar hat der E75 ein kaputtes Munitionslager, weil er so lange gebraucht hat und macht hier seinen Krieger jetzt nun klar. Da der Skoda in der Mitte. Und jetzt will er nicht, dass der Tiger da cappt, aber der wird eh vom Skoda, auf den er schießt, wird der Tiger zerstört. Also von dem her kein Problem. Tiger cappt nimmermehr. So, Skoda fährt so ein bisschen hinter den Stein. Das Match ist noch nicht so ganz rum, aber da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass der Skoda das noch rumreißt. Ein Leo PTA und ein T29 und das mit 541 Hitpoints. Nicht so leicht. So, jetzt fahrt er auch hier so ein bisschen rum. Gun Depression Probleme gehabt, hat man gerade gut gesehen. Und jetzt muss er aufpassen. Autoloader. Ah, das Gefecht endet auch bald. Aber scheinbar hat er keine Granate mehr im Magazin gehabt, sonst hätte er es ihm hier nochmal rausnehmen können. Aber damit beendet er die Runde mit knapp 6000 Schaden, 7 Kills, 2000 geblockt und einfach einer schönen, feinen T10-Runde. Ja, yes, hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.